Hey Champ, dein Christoph hier und heute geht es um das Thema, wie du als Fußballer den Trainer für dich gewinnen kannst. Kennst du das auch? Viele Fußballer haben das Problem, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie mit dem Trainer umgehen sollen. Vielleicht wissen sie gar nicht, was die Meinung des Trainers ist über sie und ja, sitzen vielleicht sogar auf der Bank, aber trauen sich nicht, mit dem Trainer zu sprechen. Das sind alles Probleme, die ich sehr, sehr oft schon von Fußballern gehört habe. Und natürlich ist es so, dass wenn ja, dein Trainer, du Liebling bist vom Trainer, so, und du vielleicht auch den Trainer sehr gut leiden kannst, weil du auch einfach immer spielst und weißt, der Trainer setzt auf dich, so, dass es relativ einfach ist. Aber natürlich ist das auch wichtig für dich zu lösen, wenn ja, das Verhältnis nicht von Anfang an zu 100% ist. Was mich mal interessieren würde, wer ist eigentlich euer Lieblingstrainer im Profibereich? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Jetzt komme ich mal zu den einzelnen Punkten, wie du es schaffen kannst, den Trainer für dich zu gewinnen. Erstmal ist es wirklich sehr, sehr wichtig zu verstehen, der Trainer ist genauso wie du, genauso wie ich, genauso wie alle anderen, auch nur ein Mensch. Viele haben ja wirklich fast schon, also das ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich das mal bewusst zu machen, weil viele sehen den Trainer, habe ich den Eindruck, gar nicht mal als Mensch an. Er ist genauso ein Mensch, der mal besser drauf ist, mal nicht so gut drauf ist. Da auch im Übrigen, falls der Trainer sich das öfteren anmerkt, hat, muss auch nichts mit dir zu tun haben, kann das mit ihm zu tun haben. Kleiner Wink mal, kleiner Tipp mal am Rande. Wichtig zu verstehen, der Trainer ist auch mal ein Mensch. Und wir Menschen wollen in der Regel verstanden werden. Der Trainer hat ja eine gewisse Meinung, selber gewisse Ziele und eine Spielphilosophie, die er durchführen möchte. Er hat einen gewissen Blick auf den Fußball. Und jetzt, wenn ich dich frage, okay, wie gut kennst du deinen Trainer? Weißt du, was sein Ziel ist? Weißt du, was für eine Spielphilosophie er hat? Du kannst es wahrscheinlich nicht zu 100% beantworten. Liegt auch daran, dass die meisten Fußballer ein bisschen Angst haben, mit dem Trainer zu sprechen. Was im Übrigen echt so fast eine Fußballerkrankheit ist, muss man schon sagen. Weil letztendlich ist doch kein Problem. Der Trainer ist genauso wie ein Mensch. Es muss nur richtig gestaltet werden. Das Problem da ist, warum das auch so ja, im Fußballbereich etabliert ist, dass die meisten Fußballer mit falschen Themen oder falsch auf den Trainer zugehen. So. Ich war im Übrigen selber mal Trainer bei Union Berlin, deswegen kenne ich auch diese Perspektive. Ja. Wenn ein Spieler zum Trainer geht aus der Ego-Perspektive und einfach nur sagt, hey Trainer, warum spiele ich nicht, kann ich nicht verstehen, finde ich richtig scheiße, dann denkt der Trainer, okay, ich sitze am längeren Hebel, ich lasse dich auch weiterhin nicht spielen. Aber wenn du es mal schaffst, aus der Ego-Perspektive rauszukommen, zu dem Trainer zu gehen und dich wirklich auch für ihn zu interessieren, hey Trainer, was ist denn dein Ziel im Fußball? Oder was ist denn dir wichtig? Was kann ich denn tun auf meiner Position, um aus deiner Sicht eine Top-Leistung zu bringen, ihn mit einbeziehen, nicht einfach so deinen Ärger zum Trainer bringen und irgendwie nicht lösungsorientiert sein, sondern zum Trainer gehen und das so ausdrücken, hey Trainer, was ist denn deine Sicht auf die Dinge? Der Trainer, genauso wie jeder Mensch wahrscheinlich, liebt es, von seinen eigenen Vorlieben zu erzählen. Und deswegen komm da gerne so zum Trainer, raus aus der Ego-Perspektive, schau, dass du den Trainer besser verstehen kannst, weil das ist auch positiv für dich. So wirst du auch wirklich mal erfahren, was der Trainer von dir im Training, im Spiel sehen möchte, um, ja, dass er auch zufrieden ist mit dir, weil das ist ja auch das, was du willst. Du willst ja letztendlich spielen und ein wichtiger Spieler für die Mannschaft sein und gleichzeitig natürlich dich auch bestmöglich entwickeln. Dann ein weiterer Punkt, was, glaube ich, jeder Trainer liebt auf der ganzen Welt, Spieler, die ein Vorbild sind. Also sei ein Vorbild. Sei als erstes da beim Training, gehe als letztes. Diese ganzen Sachen hast du sicher auch schon oft gehört. Sei ein Vorbild auf dem Platz, übernimm Verantwortung. Das sind alles Punkte, die dir auch helfen, ja, wie du den Trainer für dich gewinnen kannst. Welcher Trainer würde dann einen Spieler nicht aufstellen, der ein absolutes Vorbild ist, jeweils diszipliniert ist, immer mit Freude, mit Spaß zum Training geht, jeweils es schafft, seine Top-Leistung auf den Platz zu bringen? Welcher Trainer würde diesen Spieler nicht aufstellen? Wahrscheinlich keiner. Deswegen sorg dafür, dass du ein Vorbild bist, ein Leader in deiner Mannschaft. So kannst du den Trainer auch schon mal besser, easy für dich gewinnen. Dann der dritte Punkt und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
zeig dem Trainer, dass du dich entwickeln möchtest. Dort auch, wichtig zu verstehen, das Ziel von den meisten Trainern, machen wir uns das mal bewusst, ist ja nicht einfach die Mannschaft zu trainieren und zu hoffen, dass alles gleich bleibt. Der Trainer hat am meisten Spaß, sehr wahrscheinlich in den meisten Fällen, daran, die Spieler zu entwickeln. Der will ja auch Fortschritt sehen. Der will ja auch, dass seine Arbeit sich auszahlt. Der will vor allen Dingen auch seinen Job behalten und will Ergebnisse erzielen. Und natürlich hätte der Spieler gerne, die sich entwickeln wollen. Und deswegen, ja, kannst du auch mal zum Trainer gehen und ihm deutlich machen, hey, ich will mich entwickeln. Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit, extra zu trainieren? Oder was kann ich vielleicht noch tun, aus deiner Sicht Trainer, um noch ein bisschen, ja, ein besserer Fußballer zu sein? Das ist auch ein Punkt, wie du letztendlich den Trainer für dich gewinnen kannst. Ich bin mir sicher, dass du da einiges für dich mitnehmen kannst. Fang da gerne auch klein an, setz mal eine Sache um, dann mal die zweite Sache um. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sich mit diesen Tipps dein Verhältnis zum Trainer und auch deine Spielzeit easy, easy entwickeln wird in der nächsten Zeit. Wenn dir dieses Video etwas gebracht hat, dann gib diesem Video einen Like. Und wenn du weitere so eine hilfreichen Videos für dich sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und du weißt, ein wahrer Champion entsteht im Kopf.